Hey Fitness Community, mein Name ist Thomas Meiner und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer Runde Bauchintensiv. Komm mit mir runter zum Boden, schau, dass du eine Matte dabei hast und ein Handtuch und das Handtuch schön glatt unter deinem Rücken, damit die Gelenke sich nicht gestört fühlen. Und ich würde sagen, wir legen schon mal los. So, stell deine Beine auf und jetzt nimm beide Hände zu deinem Kopf. Und dann geht's schon los. Heben und senken deine Schultern. Das machen wir immer so eine gefühlte Minute. Schön locker hoch und tief. Und wir haben nur Bauchintensiv. Also du musst dich jetzt wirklich nur auf die Beine, auf den Bauch konzentrieren. Sehr schön. So, Bauchintensiv bedeutet nicht, dass wir jetzt da hardcore die Übungen machen, sondern wir bleiben einfach in vielen Übungen, die alle nur für den Bauch sind, auch mal ein paar leichtere Übungen, aber Hauptsache der Bauch wird permanent immer schön belastet. Er bekommt Reize in allen Richtungen. Sehr schön. Komm, und wir gehen immer noch hoch und tief. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Okay, komm, du bist dabei. Lass uns die letzten 20 Minuten machen hier. 20 Minuten ist gut. Und jetzt haben wir nur noch 10 Sekunden. Sehr schön. 20 Minuten insgesamt natürlich. Und beende diese Übung. Lockere dich wieder ein bisschen. Sehr schön. Okay, so. Dann leg dich der Länge nach ab ins Planking. Leg deine Arme ab. Und versuch jetzt mal aus dem Planking hochzukommen in den Sitz. Bis nach oben und wieder ganz nach unten langsam zurück. Roll dich wieder nach oben und roll wieder langsam nach unten. Wichtig für dich ist, dass du hier im Rücken immer schön rund wirst und eine schöne Abrollphase hast. Und dann auch wieder eine schöne Aufrollphase. So soll das sein, okay? Atme gleichmäßig. Sehr schön. Und auch hier haben wir wieder eine Minute Workout. Ja, du merkst, mit jedem Mal wird es ein bisschen schwieriger. Ich versuche mehr Schwung zu holen. Aber einfach ganz ablegen und dann wieder hochkommen in den Sitz. So, jetzt haben wir noch ungefähr 20 Sekunden für diese Übung. Bleib dabei. Noch 10 Sekunden. Und deine letzten. 5, 4, 3, 2, 1 und beende wieder diese Übung. So, jetzt nehmen wir wieder die Beine ganz lang am Boden. Du nimmst beide Hände zum Kopf, deine Ellenbogen zeigen vor zu deinen Füßen. Rechter Ellenbogen, linkes Knie, linker Ellenbogen, rechtes Knie. Und los geht's, komm. Richtig schön deine Knie berühren. Eine Minute to go. Spüre deinen Bauch. Ganz wichtig. So, jetzt haben wir noch ungefähr 30 Sekunden für diese Übung. Die letzten 15 Sekunden. Komm, du bist dabei. Bleibe bei mir. Nicht nachlassen. Ich bin hier. Und die letzten 8 Sekunden für diese Übung. Sehr schön. Und beende diese Übung. Gut gemacht. So, dann kommst du jetzt in die Seitenlage. In der Seitenlage könnte es jetzt ein bisschen schwierig werden. Okay, wir nehmen hier das untere Bein, drücken uns hier mal nach oben. Das obere Bein ist recht und oben. Und schau mal, dein Ellenbogen ist oben. Jetzt ziehst du dein Knie ran. Okay, in dem Moment, wo das Bein sich streckt, gehst du mit dem oberen Ellenbogen deiner Hand nach unten.
und drehst dich wieder hoch, Knie wieder ran und los geht's. 30 Sekunden diese Übung. Eine Minute ist sehr, sehr lang, deswegen 30 Sekunden für diese Übung, das reicht. Sehr schön. Okay, komm, ranziehen und wieder wegschieben. Ranziehen und wieder wegschieben. Atme gleichmäßig durch die Nase ein, durch den Mund aus. So, komm, wir haben noch 10 Sekunden. Jawohl. 5 Sekunden, yeah. Wie geht's dir? Und beenden. Sehr schön. Komm, einfach mal so ein bisschen nach hinten. Und dann gehen wir zusammen jetzt in den Plankstütz als kleine Ausweichbewegung, um ein bisschen wieder Energie zu tanken. Und los geht's, komm. Schöner Plankstütz und halten. Bauchnabel einziehen, Po anspannen und trommeln. Komm, los geht's. Yeah. Auch hier wieder 30 Sekunden halten, komm. 30 Sekunden sind für solche Übungen schon relativ lange und das passt. Schieb deine Schultern schön nach hinten, bleibe dabei, zieh den Bauchnabel ein, komm hoch mit dem Bauch, hoch, 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 nicht durchhängen lassen, du bist kein Hängepferd, du hast keinen Hängebauch und alles ist dabei, komm. Jawohl, schön stabil, noch ungefähr 15 Sekunden. Atme, atme, atme und deine letzten 8 Sekunden für diese Übung. Sehr schön. Und well done. Beenden. Sehr schön. Komm auf die andere Seite und stütz dich wieder ab. Sehr schön. Komm, wir sind gut in der Zeit. So, stütz dich ab. Unten das Bein wieder angewinkelt. Und jetzt kommst du hier wieder in den Ellenbogenstütz. Hier unten ist deine Hand. Das Bein ist angehoben. Und jetzt hier Hand wieder zum Kopf. Und schau mal, reinrollen, Ellenbogen zur Hand, nach oben kommen, Knie ranziehen. Okay? Und hier reinrollen und wieder ranziehen. Und wieder reinrollen. Oben wieder ranziehen. Komm, du bist dabei. Jawohl. Sehr schön. Das sieht gut aus. Richtig schön entspannt. Und wir haben ja nur 30 Sekunden für diese Übung. Habe ich dir schon gesagt. Okay? Komm, bleib dabei. Jawohl. Jetzt wird's anstrengend. Okay, und du merkst auch noch sehr viel mehr, außer nur den Bauch. Da ist so viel mehr dabei. Und das brennt. Komm, noch 10 Sekunden für diese Übung. Jawohl, die 5 Sekunden. Und wieder lösen. Und gleich das Becken lockern. Komm, richtig schön. Schultern auch ein bisschen lockern. Perfekt, gut gemacht. So, gehen wir nochmal in den Plankstütz. Ich zeige dir die nächste Übung. Komm in den Plankstütz und jetzt nimmst du deine Füße ganz eng zusammen. Ganz eng zusammen die Füße. Und jetzt schau mal, du drehst das Becken. Rolle das Becken, ohne dass die Füße sich mitbewegen. Ohne dass die Füße sich mitbewegen, rollst du dein Becken. Das sieht gut aus. Wieder 30 Sekunden und nur das Becken rollen. Der Bauchnabel ist eingezogen, der Po ist angespannt. Sehr schön. Konzentriere dich auf deine Atmung. Konzentriere dich, dass die Schultern hinten bleiben. Konzentriere dich, dass du nicht durchhängst im Bauch. Wir haben die letzten 10 Sekunden für diese Übung. Ja, ich will nicht lügen, das ist anstrengend. 5 Sekunden haben wir noch. Und beenden. Sehr schön. Gut gemacht. So, komm. Wir sind in der Zielgeraden. Jetzt nehmen wir die Rückenlage. Und von hier aus die Arme so ein bisschen in die Seite abstützen. Beide Beine sind oben. Beide Beine gehen jetzt hier zusammengedrückt in deine Seite nach vorne zu dir. Und wieder zur Mitte zurück. Nur vor zu mir, runter und wieder zurück.
Schau mal, nur nach vorne zu mir. Und wieder hoch. Und wieder vor zu mir. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Wie sieht's aus bei dir? Alles gut? Schön hier runter Richtung Bildschirm. Ja? Schön nach unten Richtung Bildschirm. Sehr schön. Komm, lass uns auch noch ein paar mehr machen. Schön runter. Und wieder nach unten. Und wieder runter. Und wieder hoch. Unten darfst du gerne mal so ein bisschen halten, noch länger. Guck mal, halten, 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 halten. Und dann wieder nach oben. Sehr schön. Und unten wieder ein bisschen halten, 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 halten. Und wieder nach oben. So, jetzt bleiben wir hier unten. Unten die Beine ablegen. Okay. Und jetzt nimmst du beide Hände zu deinem Kopf. Gehst hoch zu deinem Becken. Heben und senken. Du bist dabei. Komm. Hoch und tief. Sehr schön. Heben und senken. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Wie sieht's aus bei dir? Sehr schön. Komm, immer noch weiter. Ich zeige dir jetzt eine kleine Modifikation, wenn du kannst. Hebst du dein oberes Bein an und machst die letzten 20 Sekunden so. Komm, du bist hier oben. Zu deinem oberen Bein. Oben. So, noch 10 Sekunden für diese Übung. Noch 5 Sekunden. Komm, wir liegen gut in der Zeit. Sehr schön. Und wieder beenden. Okay, so. Und die Hände zum Kopf rollen mal nach vorne. Rollen mal wieder ganz zurück mit deinem Ellenbogen an den Boden. Das ist so eine kleine Dehnung. Ja, hier bringen wir unsere Bewegung. Yes. Sehr schön. Bring deine Ellenbogen richtig schön an den Boden nach hinten. Nicht anstrengen, das ist schön. Okay, so, komm in die Mitte zurück. Und jetzt stellst du deine Beine wieder auf, relativ leicht aufgestellt, also nicht ganz. Und ich zeige dir die Übung. Beide Hände gehen jetzt wieder zu deinem Knie. Und jetzt schau mal, du gehst rechts, Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte. Komm, geh mit mir mit. Sehr schön. Salte, Mitte, Salte. Mitte. Das ist fantastisch. Fantastisch. Sehr schön. Komm, auch wieder eine gefühlte Minute. Schön locker von einer Seite schweben. Hoch mit der Schulter, richtig schön nach oben. Wir haben dann noch 6 Minuten, dann ist alles vorbei. Komm, es geht so schnell vorbei. Jawohl. So, noch 30 Sekunden für diese Übung. Du spürst das auch hier in den seitlichen Rumpf. Ja, das ist so eine sehr schöne Übung, auch für die Taille. Und die letzten 8 Sekunden. 7. Noch 4. Okay, so, ich drehe jetzt mal auf meinen Po in die andere Seite, denn du und ich, wir haben jetzt noch die andere Seite, okay? Arme wieder schön in die Seite ablegen, beide Beine hoch, zum rechten Winkel. Und ich würde sagen, okay, ich gehe los jetzt wieder Richtung Bildschirm nach vorne runter. Und ich bin dabei. Und wieder hochkommen. Und wieder zum Bildschirm runter. Und wieder nach oben. Und wieder zum Bildschirm runter. Lass deine Schultern am Boden liegen. Wenn du nach unten gehst, drück die Füße so ein ganz kleines bisschen zusammen. Komm, du bist dabei, du bist mit mir. Dann geht noch was. Und was geht noch? Richtig schön tief. Erinnere dich daran, was wir auf der anderen Seite auch noch gemacht haben. Das kommt jetzt. Geh hoch und tief zu deinem Becken. Richtig schön nach oben. Atme
durch die Nase ein und aus. Und hoffentlich rein die richtige Richtung hier. So, komm, und du bist dabei. So hoch. Und wenn du weißt, dass das jetzt schon fast die letzte Übung ist, gib alles. Sei nochmal stärker. Mach dein Peckelgesicht. Und du bist dabei. Schön hoch. So, und wenn du möchtest, oberes Bein strecken. Lass den oberen Fuß schön parallel zum Boden gerichtet. Das sieht gut aus. Sehr schön. Und noch 8 Sekunden für diese Übung. Deine letzten 4, 3, 2, 1 und wieder beenden. So, komm. Und die letzte Übung für uns beide heute. Beide Hände zu deinem Kopf. Ellenbogen zusammen. Und jetzt gehst du mit den Ellenbogen an die Knie, an die Füße, Hände zum Kopf. Und gut. Ellenbogen an die Füße, Hände an die Füße. Und so. Und tief. Sehr schön. Ah, das ist immer so eine Geschichte, ja, wenn man wirklich so ein Thema hat, wie zum Beispiel Beine und Po oder nur Bauch im Prinzip. Das ist sehr, sehr heftig, ja, wenn man dann in einer Richtung die ganze Zeit hier so arbeiten muss. Aber wir beide sind stärker. Komm, und noch 30 Sekunden für diese Übung. Sehr schön. Ja, das ist ganz schön heftig, was wir hier machen. 20 Minuten haben wir. Bauch intensiv hinter uns. So, komm noch. 15 Sekunden. Immer wieder die Füße berühren, während die Ellenbogen an den Knien bleiben. Sehr schön. Deine letzten 4, 3, 2, 1. Well done. Gut gemacht. Komm nach oben. Sehr schön. Insgesamt wieder ein bisschen locker. So, wenn du richtig mitgemacht hast, fühlst du hier auch jetzt wirklich, da brennt es, da ist alles warm. Und wahrscheinlich wirst du morgen einen guten Muskelkater haben hier. Aber keine Angst, es ist nur ein Muskelkater, das wird wieder besser. So, ein bisschen rauf und runter bewegen. Faszial, ganz locker. Komm und lass den Körper mal ein bisschen rollen, damit die Rumpfmuskeln und die Bauchmuskeln sich ein bisschen drehen. Sehr schön, und wieder locker. Und jetzt drehen wir nochmal in der Bauchmuskulatur und wir drehen hier von einer Seite zur anderen. Sehr schön. Ja, und somit halten wir jetzt heute mal nur bauchintensiv. Du kannst also auch mal nur Beine und Po trainieren oder Stretch, habe ich glaube ich auch ein Video dabei. Natürlich habe ich das. Somit kannst du dir einfach ein Programm auch mal zusammenstellen, je nachdem, was du machen möchtest. Und die letzten 4 Sekunden. Und 3, 2, 1. Sehr schön. Ein bisschen die Hände lockern. So, ich verabschiede mich von dir. Mein Name ist Thomas Meiner. Wenn dir das Video gefallen hat, darfst du wie immer gleich auf jeden Fall einen Daumen hoch geben oder du darfst mich abonnieren, wenn du mich noch nicht abonniert hast, damit du noch mehr von mir erfährst. Und ja, lass auch mal einen Kommentar, wenn du möchtest. Und ich sage, bleibe weiter beim Sport, bleibe fit, hab Spaß dabei. Und ich sage adios, bye bye, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.